Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Warframe. So, heute geht's um den Orbiter oder das Landungsschiff oder halt das Raumschiff, mit dem man sich so über die Sternenkarte bewegt. Wo wir auch direkt anfangen. Vorne im Cockpit, wo man startet, ganz unten, hat man die Sternenkarte. Darin zu finden sämtliche Planeten plus extra Orte, die man aber zum Großteil erst freischalten muss. Die Planeten sieht man von vornherein von Anfang, muss er aber auch erst einmal Stück für Stück freispielen. Die Kuba-Festung, Lua, das Orokin-Wrack, das Dojo und ein Void sieht man von vornherein erstmal nicht. Die muss man halt wirklich erst mal bis dahin freispielen, damit man die auch sieht. Was sich aber etwas hinziehen kann. So, auf den einzelnen Planeten hat man dann seine ganzen Missionen, die verschiedensten, die man, wie man sieht, die Wege vorantreiben. Und dann über die Brücken, für die man dann spezielle Aufgaben erledigen muss, zum nächsten Planet vorschreiten kann. Und so zieht sich das dann erst einmal über die ganze Karte hinweg. So. Hier oben, wie man sieht, hat man hier fünf Symbole. Am Anfang, wenn man loslegt, wird man noch nicht alle fünf haben. Da muss man auch erstmal ein Stück vorankommen, damit die freigeschalten werden. So, fangen wir mit dem ersten Punkt an, die Alarmierung. Recht wichtige Geschichte, da dort immer wieder neue Aufgaben auftauchen, die man dann abschließen kann und bestimmte Sachen für bekommt. Es können auch hier und da mal Waffen dabei sein oder Helmskins für Warframes oder auch mal Mods hier und da oder halt wie hier Endo, Bergungsgut, also Ressourcen. Das halt in den verschiedensten Modis. Also, die verschiedensten Spielmodis, die erkläre ich dann nochmal in einem anderen Video, da das doch einige sind, wie die so funktionieren. So, als zweiten Punkt haben wir die Invasionen. Das sind sozusagen Kämpfe unter den Gegnern. Quasi, wenn jetzt die Befallenen wie hier die Korpus angreifen, dann muss man halt die Korpus ein bisschen unterstützen, damit die Befallenen kaputt kriegen. Kann aber auch oft passieren, dass sie wie hier Korpus gegen Grenier kämpfen. Da kann man sich dann eine Seite aussuchen, die man dann unterstützen muss. Um den Kampfsold, wie man dort sieht, zu bekommen, muss man die Unterstützung mindestens dreimal machen. Dann bekommt man dann, wenn die Invasion abgeschlossen ist, automatisch in Postfach den Kampfsold mit rein. Sobald man die Nachricht gelesen hat, hat man es dann auch. So, der dritte Punkt sind die Syndikate. Da gibt es extra Missionen für die Syndikate, mit denen man gerade so kooperiert, um für die Rufpunkte zu sammeln. Und halt auch von Simaris ganz oben gibt es dann auch, die man sich von ihm direkt holen kann aus den Relais, direkt auch noch mal spezielle Missionen, die man so abschließen kann. Die sind aber dann nicht wirklich täglich, auch wenn da tägliche Aufgabe steht. Die läuft so lange, bis man sie geschafft hat oder abgebrochen hat selber. Als nächstes die Void-Risse. Die Void-Risse sind dafür da, um die Void-Relikte zu öffnen. Wie das funktioniert, kommt auch mit später. Ja, in diesen Void-Relikten findet man halt zum Beispiel Forma-Blaupausen oder halt für Waffen oder Warframes Prime-Teile. Oder halt auch die Blaupause selbst. Als letzten Punkt haben wir die Sortierung. Loyalty-Issues, Tenno. My Zanuka Project will fix that for you. Ihr seht, gibt es dann immer so jeden Tag einen so einen dicken Endboss, den man kaputt machen muss. In insgesamt drei Missionen, quasi zwei Missionen, um sich da so hinzuarbeiten, und die dritte Mission ist dann das Attentat.
um den Endboss kaputt zu machen. Wie man sieht, kriegt man auch recht spät erst die Möglichkeit, weil, naja, es sind halt recht schwer, wie man an den Stufen sieht. Dafür aber auch die Belohnung im Belohnungspool dementsprechend höher. Um eine Belohnung daraus zu bekommen, muss man alle drei Missionen abschließen. So. Dann hat man noch so als kleine Info. Auf dem Planeten gibt es ja bestimmte Ressourcen zu sammeln. Wenn man mal irgendwas Bestimmtes sucht und sich nicht sicher ist, wo finde ich das? Dann geht man einfach mal auf so einen Planeten und drückt R3, wie man hier rechts unten sieht. Dieses Ding hier. Das ist für Extraktoren. Extraktoren können, während du offline bist oder auch wenn du online bist, in einer gewissen Zeit Ressourcen dort auf den Planeten, wo man die einsetzt, sammeln. Dafür muss aber, wie hier steht, schalte alle Knoten in diesem System frei, um den Extraktor auszusenden. Da ich hier ein paar Missionen, die ihr blau leuchten, noch nicht gemacht habe, kann ich hier natürlich keinen aussenden. Spielt aber hier jetzt gerade zu dem Thema keine Rolle, da mir aber hier angezeigt wird, was für Ressourcen man dort findet. So weiß ich dann zum Beispiel, ich brauche neurale Sensoren, ab auf den Jupiter. So, wie sieht das Ganze mit den Extraktoren aus? Ja, der Extraktor ist fertig, wie man sieht. Die Leiste ist voll, ich drücke R3. Dann steht hier, was ich bekomme, was es gesammelt hat, 12 Detonit-Ampullen. Und dann über wieder R3 kann ich das abrufen. So. Und dann kann ich jetzt auch wieder über R3 einen neuen Extraktor aussenden. Dann werden mir alle angezeigt, die ich so habe. Von den Destillierten, die halt eine höhere Chance haben, seltene Sachen zu sammeln. Über normale Titanextraktoren, die halt einfach normal sammeln. Und die Titanextraktor Prime, die es aber so in dem Spiel nicht zu erhalten gibt. Das war nur durch einen Prime Access möglich in dem Fall. Aber die Destillierten reichen auf jeden Fall aus. Die Destillierten laufen 8 Stunden, die normalen Titanen und die Titan Prime Extraktoren laufen 4 oder 5 Stunden. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Zack. 4 Stunden, genau. So, die Extraktoren, wie man hier sieht, haben ein Heilungslevel. Geht das auf 0, ist der Extraktor kaputt. Man sollte, bevor das Ganze auf 0 sinkt, den Extraktor liegen lassen. Nichts damit tun. Dann steigt denn seine Energie wieder von alleine. Deswegen habe ich meistens immer 1 oder 2 Extraktoren extra. Also mehr als ich einsetzen kann. Um hier und da mal einen, der schon ziemlich weit unten ist, mal nicht einsetzen zu müssen und dafür einen anderen nehme, der noch voll ist. So. Gehen wir weiter einfach nach links zu den Syndikaten. Das sind eine Art Zusammenschlüsse, Fraktionen, wie man es auch immer nennen mag, die halt für ihr Ziel agieren und einige stimmen auch mit den Ansichten, mit den eigenen Zielen überein, manche eben nicht. Aber das spielt auch keine so große Rolle. Man kann sich dann auch entscheiden, für welche dieser Syndikate man quasi Hilfe leisten möchte. Das hat Vor- und Nachteile. Vorteile natürlich, dass man den Ruf der einzelnen Fraktionen hochpushen kann, um dann über die Angebote gewisse Sachen kaufen zu können, die es dann natürlich nur bei den verschiedensten Syndikaten zu kaufen gibt. Über diese Rufpunkte. So, Nachteil ist natürlich, meistens sind einzelne Syndikate mit anderen Syndikaten verfeindet. Oder wenigstens ein bisschen befreundet oder sonst irgendwas. Deswegen sind bei mir die letzten drei alle bei minus 44.000, was das Maximum an Minus wäre. Abschreibung korrupt und verbannt, weil, naja, ich halt mit Suda zusammenarbeite und die drei das halt nicht mögen. Dafür sind die Arbiters of Hexes eher positiv eingestellt und kriege ich auch so
hier und da die Punkte dafür. Halt als Unterstützung, weil die halt befreundet sind. Als letztes bleibt noch übrig die Meridianen. Die sind natürlich auf 0. Das sind dann sozusagen neutral eingestellt gegen die restlichen. Also gegen die, die ich angenommen habe. Deswegen steht das auch auf 0. Da gibt es weder Plus- noch Minuspunkte. So, wie schon erwähnt, jeder von diesen Syndikaten hat über Angebot What can we do to help your j einen eigenen Pool an Gegenständen, die man so sich freischalten und kaufen kann. Wie man sieht, gibt es da auch eine Art Rangliste, wo man Titel steigen muss, um dann bestimmte Sachen auch freizuschalten, dass man die auch kaufen kann. Was dann auch recht teuer Advancement werden kann, in Mint. Require more je data. nachdem, wie weit man dann kommt. Oder kommen möchte. Ja, Ansehen kann man natürlich nicht unendlich sammeln, wie oben schon zu sehen ist. 11.000 extra Ansehen heute möglich. Das kann man noch steigern über Meisterschaftsrang und so weiter. Aber halt nur stückchenweise und so richtig viel ist es nie, aber das stört an sich auch nicht wirklich. So, dann sind wir erstmal mit den Syndikaten frisch durch. Dann gehen wir hier rechts ganz vorne. Da haben wir ganz simpel und einfach die Neuigkeiten. Wenn Digital Extremes uns irgendwas mitzuteilen hat, wird das hier zu finden sein. Wenn es was Neues ist, wird es auch nicht weiß getextet, sondern blau unterlegt, dass du dir das halt noch nicht angesehen hast, damit du dann weißt, ah, da ist was Neues. Guck ich mal rein. So, dann kommen wir hier zum Konklav. Das Konklav ist quasi die PvP-Region für Warframe. Das PvP ist bei Warframe noch so ein bisschen, na sagen wir, ist jetzt nicht so der Hauptpunkt, auf den es gelegt ist. Was aber genauso wenig schlimm ist, außer man ist halt wirklich ein reiner PvP-Junkie, dann ist das hier nicht wirklich was. Da gibt es natürlich verschiedene Modis. Einer gegen alle, 4 gegen 4, sehr verlorene Eroberung, sowas wie Capture the Flag. Und das Lunaro, das ist sowas wie ein Zusatzspiel mit, naja, wie könnte man das am coolsten beschreiben? Es ist halt wirklich ganz anders gemacht, man kann jetzt nicht sagen, es ist wie Fußball, es ist wie Tennis oder sonst irgendwas, aber es hat schon hier und da Ähnlichkeiten. Halt mit Ball, mit einem Fänger, den man am Arm hat, in dem man dann den Ball werfen kann durch Tore und ähnliches. Ist halt ganz lustig. Kann man aber, wie man schon sieht, vorher trainieren. Und da gibt es dann auch direkte Lernbereiche, wo man sich das alles mal erklären lassen kann, wie das im Detail funktioniert, wie man am besten punktet und so weiter und so fort. So, wie man ganz unten sehen kann, steht da auch Konklav Arsenal. Konklav Arsenal, das kann man dann, zack, im Arsenal kann man das einstellen. Da man nämlich auch ein Loadout nur alleine fürs Konklav braucht. Aus dem einfachen Grund, die normalen Loadouts kann man nicht nutzen, da man fast keine Mods auf Waffen oder Warframes legen kann für die PvP-Region. So, ja, möchte ich jetzt auch eigentlich gar nicht so vertiefen weiter. Dann gibt es natürlich noch, wie man hier gleich wieder sieht, einzelne Herausforderungen und Missionen. Sieht man ja, wie lange die laufen. Die Herausforderungen sind dann meistens, glaube ich, täglich und die dann wöchentlich. So. Dann machen wir ja, nochmal optisch orientieren. Auf der linken Seite hinten weiter. Da finden wir den Codex. Der Codex ist doch recht wichtig. Und da er uns im Grunde genommen alles anzeigt. Das ist wie ein großer Index von allem, was so ist und wie weit man damit ist und sonst irgendwas. Wie hier schon im ersten Bereich mit den Quests, die ich alle weg habe. Im zweiten Universum, da findest du dann Informationen über eigentlich alles.
je öfter man die verschiedenen Sachen gescannt hat, kriegen die dann ab einer bestimmten Scan-Häufigkeit, kriegen die dann dieses gemeistert, wie man da sieht. Dann kriegt man auch alle Informationen aus den Objekten. Bis dahin wird das dann nur so stufenweise freigeschalten, je nachdem, wie weit man die halt entweder gelevelt hat bei Warframes, Begleitern und Waffen, oder wie oft man die gescannt hat bei zum Beispiel Gegnern und Kisten und alles drum und dran. Das sieht man dann auch direkt hier drin, wie oft man das machen muss. Scans 30 für 30. Also da muss man schon hier und da einige Scans hinlegen, um das Ganze optimal voll zu kriegen. Und dann kriegt man halt auch komplett angezeigt, was für Loot die abwerfen können. Wie man hier sieht, Beute, Endo, Erneuerung und so weiter und so fort. Und natürlich auch, was für Schadenstypen die haben und so weiter und so fort. Also wirklich detaillierte Infos über alles. Von den verschiedensten Sachen, die man selber hat und gegen die man so kämpft. So, Objekte natürlich, wie ich schon erwähnt habe, dasselbe Spiel. Da geht es dann auch um die Scannerei. So, Relikte und Arcanas. Die Relikte, die sammeln sich so in den verschiedensten Missionen. Gehe ich jetzt nur nicht eher näher drauf ein. Die Arcanas sind auch, die holt man sich auch erst viel später, gehe ich auch erst später drauf ein. Ja, wie gesagt, Waffen dasselbe Spiel. Die muss man halt nur komplett von Level 0 auf Level 30 bringen, dann sind sie gemeistert und dann hat man den Eintrag fertig. So, jeder volle Eintrag bringt natürlich einen Bonus auf die Erfahrung für einen Meister ran. So, Mods kann man sich ja auch die verschiedensten angucken. New Alert marked on navigation, Tenno. Was auch sehr, sehr praktisch ist. Da man da hier und da immer mal so gucken kann, wo finde ich diese. Ich möchte davon noch einen, also muss ich da und dahin. Eigentlich eine sehr schöne Geschichte. So, dann gibt es natürlich noch so ein bisschen geschichtliches Bonus, Bilder und so eine Scherze, was man so in jedem Spiel finden mag. So verschiedenste Fragmente, die man auch in verschiedensten Missionen scannen muss. Und dann kriegt man dann halt, dann werden dann diese Bilder, die noch nicht fertig sind, wie man hier sieht, was noch so gestört ist, werden dann, wenn man sie alles zusammen gescannt hat, natürlich komplett freigeschalten. Mit dem Text darunter. So, das ist der Codex. Der Codex ist halt wirklich wichtig, immer mal reingucken, falls man nach irgendwas sucht oder ähnlichem. So, gegenüber liegt der Markt. Nicht von vornherein davon ausgehen, dass nur weil da steht, dass es ein Markt ist und dass, wenn man da reingeht, ja als erstes die Prime Access, die man mit Geld bezahlen muss, anzeigt, dass hier alles nur mit Platin oder mit Geld zu kaufen ist. Das ist nämlich nicht der Fall. Wie man ganz unten in der Leiste sehen kann, steht da sogar nur Blaupausen, wenn man R1 drückt. Jetzt R1 drücke, dann zeigt er mir nur noch alles das an, wo es auch die Blaupausen für ganz normale Credits dort auch zu kaufen gibt. Jetzt hier bei der Ballistika gehen wir dann hin, sehen natürlich als allererstes wieder, dass wir es für Platin kaufen können, logischerweise. Wenn wir jetzt aber, wie da schon steht, mit der 1 einmal rüber switchen zum Herstellenpunkt, können wir uns diese Blaupause ganz normal mit 40.000 Credits kaufen. Dann brauchen wir halt nur die Ressourcen, um diese Blaupause auch bauen zu können. Und damit die Waffe dann fertigzustellen. Mehr dann aber auch nicht. Nix Platin, nix Geld. So. Ja, da hat man natürlich dann über Dreieck hier die verschiedensten Bereiche mit allem, was es so in dem Spiel gibt. Bis hin zum Platinkauf logischerweise. So, selbst den Prime Vault haben sie mittlerweile eingefügt. Was ich sehr positiv finde, da ja momentan die ein paar aus dem Vault raus sind. Aber das mit dem Vault wird auch später noch in einem kurzen Video mal erklärt. So, wenn man ganz normal hier drin ist und wegen was bestimmten da ist,
ist ja nun doch häufiger der Fall, dass man ganz bestimmte Sachen sucht. Dann sollte man auch die Suche benutzen. Links oben sieht man schon Suche. Das L3 dort ist ein bisschen klein angezeigt, aber es soll halt L3 heißen. Wenn man dann L3 drückt, kann man da eingeben, was man will. Zum Beispiel nehme ich jetzt einfach mal das. Zack. Shade eingegeben und er sucht mir direkt Shade raus. Alles, was damit zu tun hat. Ja, Groß- und Kleinschreiben braucht man nicht beachten. Es sollte halt nur vom Text her stimmen. Also hätte ich jetzt das H vergessen, hätte er mir natürlich nicht angezeigt. So, soweit eigentlich zum Markt. So, ach so, hier. Hier haben wir noch so einen kleinen putzigen Scanner. Der hat eigentlich keinen großen Effekt, außer dass, wenn ich ihn ausschalte, das Ding einfach aus ist. Und wenn ich ihn anschalte, man immer mal so, naja, Kommunikationsempfang von verschiedensten Gegnergruppen und sowas erhält. Das ist aber nur ein Gimmick, davon hat man nichts. Es ist halt nur, dass mal hier und da Geräusche im Hintergrund sind und es nicht ganz so still auf dem Orbiter ist. Nun kommen wir in den mittleren Teil des Orbiters. Hier finden wir dann, gleich rechts, die Schmiede. Braucht man natürlich auch ein Segment für, bekommt man aber recht früh im Spiel. Hier findet man sämtliche Blaupausen. Alles, was man so herstellen kann oder noch nicht herstellen kann, wie hier fehlende Komponenten. Oder hier dann halt alles da hat und herstellen kann. So sieht es dann aus, wenn irgendwas fertig ist. Kommt man dann halt direkt und kann dann halt hier so eine Blaupause warten. Und ja, viel mehr gibt es über die Schmiede im Grunde genommen nicht zu sagen. Die ist halt zur Herstellung. So. Hier kann man sich auch anzeigen lassen nochmal über Komponenten, was man denn alles so hat an Komponenten. Ist ja nun nicht wenig mittlerweile. Aber mehr geht immer. Und viele haben auch mehr. So, auf der anderen Seite finden wir die Modstation. Auch wieder Segment notwendig, aber recht frühzeitig erhaltbar. Hier kann man sich die Mods angucken oder aufwerten oder miteinander verbinden und in einen anderen Mod umwandeln oder verkaufen für Credits oder Endo. Ja, kommen wir zum Aufwerten als erstes. Zum Aufwerten wählt man sich irgendeinen Mod aus. Und man sieht unter dem Mod diese mehreren Punkte, entweder 3, 5 oder 10. Das sind die Stufen dieses Mods. Wenn ich den ausgewählt habe, kann ich oben auf Fusion gehen. Dort kann ich dann über R1 die Stufen hochdrücken und muss natürlich, wie man rechts sieht, dafür bezahlen. Und auf der linken oberen Seite sieht man dann, was für Auswirkungen das hat. Der Abzug, der Punkteabzug, wandert natürlich bei jeder Stufe nach oben. Ich nehme mal kurz was anderes. Dafür werden aber halt die Bonuswerte des Mods, gehen dann natürlich dementsprechend auch nach oben. So, das Ganze kostet dann Endo und Credits, wie man sieht. Wird dann auch auf die höheren Stufen eine teure Geschichte. Eine sehr teure Geschichte. Daher Stück für Stück, so wie man es hat, wichtige und bestimmte Mods einfach mal hochziehen. So, wenn ich jetzt von einem Mod oder von verschiedenen Mods insgesamt 4 Stück auswähle, kann ich die auch umwandeln lassen gegen für Credits und kriege daraus dann mit einer, naja, relativen Chance einen selteneren Mod raus. Habe ich an sich recht selten gemacht, weil Mods so über die Mission farmen macht sich doch, finde ich, angenehmer, da man die Mission ja sowieso spielt. So, als nächsten Punkt hat man dann natürlich das Verkaufen, entweder für Credits oder hier für Endo, was ich eher empfehle. Da man Credits auch so recht gut farmen kann, aber Endo irgendwann doch man immer mehr braucht, immer mehr. Ja, dann haben wir noch ganz zum Schluss. Man sieht hier die Ayatan-Schätze. Da gibt es zwei Sorten von Sternen, Cyan und Ember.
Die sind auch Endo wert, wenn man die verkauft. Ember 100, Cyan 50. Sollte man aber nicht tun, da es nämlich auch Ayatans Skulpturen gibt. Wie diese zwei Skulpturen hier hinter meiner Sternkarte, die sich da so schön bewegen. In diese haben leere Slots. Dort kann man die Sterne einsetzen. Hat man so eine Skulptur vollständig gefüllt, kann die so mindestens an die 1500 Endo bringen, wenn man die dann verkauft. Also lieber die Sterne sammeln, dann in die recht selten zu erhaltenen Skulpturen einsetzen und dann entweder die Skulpturen verkaufen oder halt hübsch im Orbiter platzieren. So, damit kommen wir zum Inkubator. Der Inkubator ist dafür da, um zwei Sorten an Tieren zu züchten. Einmal die Kupros und die Kavas. Die Kupros, wovon es auch verschiedene Rassen gibt, sind eine Art Hunde mit einer hässlichen Schweinenase. Für die braucht man Eier. Diese Eier findet man dann auf der Erde, in den Waldgebieten, ganz gut durch die verschiedensten Nester von den Kupros, die man dort auch freilaufend findet. Ja, Inkubator, Energiekern, Blaupause aus dem Markt besorgen und dann halt braucht man halt recht viele Ressourcen und dann kann man sich auch das zusammenbauen. Verfüge über einen freien Stasis-Kammer-Slot. Das ist immer wichtig. In der Stasis-Kammer kann man alles, was man so gezüchtet hat, einfrieren lassen. Da man immer nur eins aktiv haben kann. Eins dieser Tiere. Und sollte natürlich dann eine frei sein, sonst kann man keine Züchtung starten. So, und natürlich, wie man unten schon sieht, keine aktiven Haustiere. Ich müsste jetzt meins einfrieren und dann könnte ich eine Zucht starten. Bei den Kavats, die so sind wie im Grunde genommen wie Katzen, wovon es nur optisch zwei Sorten gibt, an sich sind es dieselben vom Typ her. Eine ganz hässliche und eine, die eigentlich ganz hübsch ist. So, ja, es ist dasselbe Spiel, bis auf einen Punkt. Hier muss man genetische Codes sammeln von freilaufenden Kavats. Was man durch Scannen dieser Kavats erhält, und wenn man halt 10 zusammen hat, kann man auch da eine Züchtung starten. So, genetische Werkzeuge gibt es natürlich auch. Man kann sich auch für die Zucht dann bestimmte Abbilder von den eigenen Gezüchteten machen und alles drum und dran. Das sind aber so kleine Details. So, das aktuelle Haustier, was man so am Laufen hat, kann man mit interagieren natürlich. Kann man sein Kätzchen mal streicheln, weil man ganz lieber ist. Okay, die Animation hat natürlich jetzt perfekt hingehauen. Ja, lass mal, damit es richtig hübsch aussieht. Ja, genau. Okay, meine Katze hat gerade keine Lust. So, und hier oben kann man natürlich DNA-Stabilisatoren. Wie man sieht, Eris hat 60% mehr Leben. Ist bei plus minus 0, hat sie plus minus 0 Leben. Fällt es drunter, hat sie immer weniger Leben. Das kann man natürlich mit Einsetzen dieser DNA-Stabilisatoren wieder hochpushen. Gegenüber auf der anderen Seite kann man nichts anwählen und nichts. Da wird einem nur gezeigt, die anderen Begleiter, die, sagen wir mal, zu 90% eher technischer Natur sind. Die sind dann... Das sind dann diese, die man hier dann unter Begleiter auch ausrüsten kann, wo es dann hier die verschiedensten gibt. Ja, also bis auf die Kavats, und da ist er. Die Kavats und die Kupros werden die halt auf dieser Seite angezeigt. So, und dann genau da, wo ich gerade herkam, ist das Arsenal. Eins der wichtigsten Punkte, denn dort kann man seine Warframes ausrüsten. Mit allem drum und dran, mit den Begleitern,
mit Mods ausrüsten, über Dreieck dann Verbesserung, das Aussehen anpassen, dann über Viereck, damit es dann schön alles zusammenpasst, und dann halt ein Begleiter dazu mit seiner Waffe oder auch keine Waffe, je nachdem. Dann zusätzliche Ausrüstung, die man für die verschiedensten Sachen braucht. Ja, Emotes sind natürlich ganz wichtig, darf man natürlich absolut nicht vergessen. Da das natürlich mittlerweile ein Must-Have für jedes Spiel ist. So, Optik ist halt so ein Ding. Ja. Dann sind wir hier auf der mittleren Ebene auch durch. Gehen wir auf die hinterste, halt stopp. Eins noch, hier auf dieser Seite finden wir die Void-Relikte. Alle, die man so gesammelt hat. Wenn man den Void so hin und her sich durchprügelt und ähnliches, dann kriegt man diese Verfeinerungspunkte. Hat man 100 davon zusammen, kann man sich zum Beispiel so ein Relikt aufstrahlend machen. Was natürlich die Erfolgschancen, wie man sieht, doch sehr erhöht. So dass man kriegt, was man möchte. Zumindest mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit. Das gibt es auf 4 Stufen. Liz, Meso, Neo und Axi. Dementsprechend schwer sind dann auch die Missionen, die es dann auszuwählen gibt. Ja, die zu farmen ist natürlich auch recht umfangreich, da es recht viele Relikte gibt, mit den verschiedensten Sachen, die es darin zu finden gibt. Aber wie man schon sieht, sind es entweder Forma-Blaupausen, die auch sehr wertvoll sind, oder halt für Waffen oder Warframes Prime-Teile. Oder auch Begleiter, wie hier Helios. So, ja, so, jetzt sind wir hier aber fertig. Jetzt gehen wir hier runter. Hier haben wir 3 Räume. Katze, geh von der Tür weg. So, wir fangen mal links mit dem Raum an. Deswegen ich auch mit Nidus unterwegs bin, denn normalerweise ist dieser verschlossen. Wenn man nicht zufällig, wie mein Nidus hier am Hals, sieht man dieses kleine rosa Ding da, direkt am Hals. So kann man hier und da infiziert werden, entweder durch andere Befallene, die man in den Missionen antrifft. Wenn man davon zu viele spielt, wird man auch Stück für Stück infiziert. Das ist dann auch ganz klein und wächst dann über 7 Tage hinaus. Bis halt zu so einem richtig schönen fetten Knubbel. Und wenn ein Nidus dabei ist, der infiziert auch alles, was ihn umgibt. Das heißt, habt ihr so ein Nidus in der Gruppe, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass das Ganze in einer Infizierung ausartet. Aber kein Problem, es hat jetzt keinen sonderlichen Effekt. So, mit Nidus kann ich hier natürlich jederzeit rein, da Nidus selbst ein Befallener ist. Wie man gesehen hat, schöne Animation. Bei Nidus geht selbst die Muskulatur auseinander, wenn er da reingeht. Das ist richtig schön. So. Das Böse spricht natürlich mit ihm, macht er sehr gerne, und dann kann man hier zu diesem Stuhl gehen, Zyste heilen. Dann könnte man diese aufstechen lassen, was ich jetzt auch mal mache, nur um zu zeigen, wie radikal das gemacht wird. Nadel auspacken, und zack, kaputt. Oh, jetzt habe ich seine Schönheit abgelehnt, aber das ist alles nicht so schlimm. Ich bin eh bald wieder infiziert, wie ich das so bei meinen Warframes kenne. So, mehr Mehrwert hat dieser Raum bisher noch nicht. Man kann mir aber später noch mehr vorstellen für diesen Raum. Aber spekulieren tun wir mal einfach nicht. So, hinten unten, mittlerer Raum. Der ist für den Operator. Diesen schaltet man recht spät frei. Recht sehr spät. Er ist aber auch sehr wichtig, dass man diesen bekommt. Möchte jetzt auch storybedingt jetzt nicht zu viel darüber erzählen, aber man kann zumindest soweit sagen, dass du den natürlich hier immer findest. Er verschiedenste Bereiche hat, wo er seine Fähigkeiten dann auch verbessern kann. Man muss natürlich Fähigkeitspunkte sammeln dafür.
so dass man das erweitern kann und kann natürlich, wie man rechts unten sieht, Tenor anpassen. Kann man über Viereck natürlich hier in das Menü und kriegt hier einen riesen Auswahlmöglichkeit, um ihn anzupassen. Bis hin zur eigenen Waffe. So, hier stehen noch meine ganzen Warframes rum. In Mini-Format. So, viel mehr möchte ich jetzt, wie gesagt, nicht zum Operator sagen. Das machen wir dann nochmal in einem gesonderten Video, dass es doch recht umfangreich werden kann. So, gegenüber auf der anderen Seite, wo sich mein Kätzchen schon wieder ausruht. Am falschen Platz, aus dem Katzenbett. Geh da rein. Findet sich der Wohnraum, der recht frisch ist. Tenno, a new alert has begun. It will be marked on navigation. Danke, Lotus. So. Hier drinne kann man eigentlich gestalterisch seine Freiheiten ausleben. Dafür ist dieser Raum da. Und der ist auch der Startpunkt für eine neue Quest, die sich mittlerweile in einem Prolog schon angekündigt hat. Ein Video dazu findet ihr bei mir im Channel. Hier in der Mitte finden wir dann Soma kurz mit der kleinen netten Lady, die da so vor sich hin tanzt. Das bietet uns Musik. Diese Musik müssen wir aber erst sammeln, so wie die Cephalon-Fragmente. Die gibt es in den einzelnen Missionen, welche auch immer, auf den verschiedenen Planeten, die ja hier auch alle benannt sind. Wie Ceres, Erde, Eris und so weiter. Und da muss man die halt finden und scannen auf der Karte. Die müssen nicht immer auftauchen. Es kann auch nur entweder ein Somacord oder ein Cephalon-Fragment in einer Mission sein. Oder halt keins von beiden. Und so muss man die auch erstmal zusammensammeln. So. Hier haben wir dann noch ganz entspannt eine Aussichtsplattform, da kann man uns entspannt hinknien und aus dem Fenster gucken. Hübsch sieht's aus, wo auch immer ich gerade bin. So, hier kann man natürlich gestalten, wie man lustig ist, wie hier noch weitere Skulpturen, Minifigürchen, Lichter, hier unten ein Spielzeug für meine Katze oder Hund, je nachdem, ein Bettchen für Hund und Katze. Oh, ein bisschen Krimskrams zum Aufstellen, ein paar Blumen. Hier hat man ein Aquarium, was man hier über das Pult steuern kann. Das ist hier, das Side-Aquarium. Da kann man, wenn man auf den Ebenen von Eidolon angeln geht und Fische gefangen hat, kann man diese dort reintun. Eine Begrenzung gibt es. Man kann, ob nun das seitliche Aquarium oder das Hauptaquarium, ja dazu gleich, maximal von den größten Fischen, was dann Größe L wäre, maximal 2 davon reintun. Dafür von allen weiteren Stufen so viele wie man möchte, bis man das Maximale von 10 Fischen in einem Aquarium erreicht hat. So, zusätzlich gibt es dann auch hier in der Mitte diesen hübschen Jungen, was in meinem Fall Necros ist. Da kann man sich nämlich einen seiner Loadouts, die man so hat, also Kombinationen an Warframes und Waffen, kann man sich da reinstellen lassen als, naja, halt optisches Gimmick. Ist halt mein cooler Loki. Ach, was sage ich, Necros. So. Nochmal zu dem Hauptaquarium. Es muss kein Aquarium sein. Hier hat man verschiedene Sachen. Wie man sieht, hier Vignetten, Aquarium-Vignette. So, da gibt es natürlich verschiedene. Ja, das sind dann verschiedene Bereiche aus den Spielen, die dann gestaltet wurden, die dann optisch einfach hübsch aussehen. In diese Bereiche kann man dann auch solche Minifiguren wie bei meinem Operator reinstellen. Das ist dann kein Problem. Das funktioniert nur beim Aquarium nicht. Ich denke mal, brauche ich nicht erklären, warum. Es ist halt ein Aquarium. So.
Hier vorne ist dann noch ein Pult, den könnt ihr aber missachten. Diesen Helm, den ihr da seht, der wird dort noch nicht verfügbar sein, falls ihr den Prolog der neuen Quest noch nicht gespielt habt. Und ist einfach leer. Das Ding könnt ihr ignorieren. Das ist, wie ihr seht, schon vorreserviert für was anderes. Ja, da haben wir die Räume des Orbiters eigentlich komplett durch. Was gibt es noch so zum Orbiter zu sagen? Es gibt drei verschiedene Orbiter. Beziehungsweise Landungsschiffe. Da sind die recht flexibel manchmal in ihrer Beschreibung. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Da, Landungsschiff. So, da haben wir Ausstattung. Landungsschiff. Landungsschiff auswählen. So, da gibt es drei Stück. Ich habe den Xiphos. So, dann gibt es noch den D-Set, das ist den man am Anfang direkt hat. Dann die Skimitar und die Mantis. Kann man sich auch alle über Blaupausenteile alle so zusammenfarmen, muss man jetzt nicht kaufen. Ist jetzt nicht zwingend. Ich hatte mir meins gekauft, da ich das direkt gleich haben wollte. Als Grundausstattung und da war das. Und war es halt da. So, man kann natürlich auch die Innenraumfarbe komplett anpassen, deswegen sieht es bei mir so schön grün aus. Ja, Lieblingsfarbe brauche ich nicht verraten. So, zudem kann man dann auch das Landungsschiff von außen optisch anpassen. Auch mit den verschiedenen Skins, die es so gibt. Da gibt es natürlich keine Blaupausen, die müsste man dann natürlich mit Platin kaufen, aber das ist halt nur optische Details, die jetzt nicht wirklich wichtig sind. Und halt dekorieren. So schafft man halt die ganzen Objekte, die man so hat. Wie hier kann man sie nochmal verändern, drehen, senken, am Raster ausrichten, sonst irgendwas. Hier hat man dann die verschiedensten Sachen. Wie gesagt, vieles, was man so sammelt, so Kleinkram, wie zum Beispiel halt hier die Ayatan-Schätze, kann man halt direkt dann aus diesem Menü aufstellen. Man muss natürlich kein Platin dafür bezahlen, das sind halt nur hier diese Standard-Platin-Objekte. So, in dem Fall der Warframe Articula wäre dann die Minifigur-Variante von den ganzen Warframes, die man sich dann auch so gestalten kann, wie man lustig auch ist, auch von der Pose her, wie man das hier so an den ganzen kleinen Warframes sieht, die alle so ein bisschen, naja, ihre Position haben und meinen Operator beschützen. So. Damit haben wir es im Grunde genommen geschafft. Tenno, können the wir noch aus dem Fenster power gucken und sagen, dieser Abschnitt ist soweit erledigt. Und hoffe natürlich, dass es euch soweit geholfen und gefallen hat. Und man sich im nächsten Video wieder sieht. In diesem Sinne, gut Loot, tut gut.